Leipzig hat eine lange Eisenbahntradition. Bereits 1839 ging die Strecke zwischen Leipzig und Dresden in Betrieb. 1915 ging der Hauptbahnhof Leipzig als heute noch Europas größter Kopfbahnhof in Betrieb. Und mit einem größeren Sprung 2013 ging der Citytunnel in Betrieb. Und 2020 haben wir jetzt mit der Inbetriebnahme der Nordanbindung einen Punkt geschafft, wo man wirklich sagen kann, Leipzig ist hervorragend an die Eisenbahninfrastruktur angebunden und davon profitieren unsere Gäste, die Anwohner und die ganze Region.